Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu God of War 3 Remastered auf der PlayStation 4. Vielen Dank an alle Zuschauer, die wieder eingeschaltet haben und auch an alle Zuschauer, die das Projekt unterstützen mit Daumen nach oben. So, wir haben einen nächsten Raum entdeckt und da oben, da bewegt sich jemand, das haben wir schon in der letzten Folge am Ende gesehen. Jetzt gehen wir hier hoch, den tollen, tollen Weg. Die Schmiede. Weg mit dir. Ich sage doch, ich habe teuer bezahlt. Beruhige dich, Schmiedegott. Geist Spartas? Du bist es. Sieh mal an. Ich dachte, Zeus hätte dich längst umgebracht. Ich habe gedacht, du wärst längst dieser Höhle entflohen. Zeus hat mich zwar eingesperrt, doch wegen dir muss ich in Qualen leben. Ich habe dir nichts getan, Hephaistos. Ich verfolge nur einen Olympia. Na, solange es nur ein Olympia ist. Ich suche das Feuer des Olymps. Weißt du etwas davon? Was willst du damit, Spartaner? Das ist allein meine Sache. Sag schon, kennst du das Feuer? Alle wahren Kinder des Olymps kennen es. Wir alle respektieren seine Macht. Doch sein verlockendes Glühen ist trügerisch. Weder Mensch noch Gott kann die tödliche Flamme berühren. Ich will es nur finden. Falls du einen Weg aus der Unterwelt findest, findest du sicherlich auch den Weg zum Feuer des Olymps. Du hast mir sehr geholfen. Hephaistos. Der Schmied Hephaistos. Der Schmied, der den Göttern die Waffen schmiedet hier. Ja, cool. Sieht auf jeden Fall nett aus. So, und hier haben wir auch den nächsten Speichelpunkt. Und sogar einen Hebel. So, da haben wir nochmal das Tor geöffnet. Interessant. Da komme ich noch nicht drauf. Aber ich kann hier nochmal schnell ein bisschen weiter Punkt einsetzen. Ein Ding. So, Hephaistos, der berühmte Schmied hier, getroffen. Aber er war nicht sehr, 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 sehr gesprächig und sehr hilfreich. So, da ist die Tür jetzt auf. Hier geht es aber auch weiter. Da oben, glaube ich. Ich bin ja noch nicht sicher, wo ich nochmal zuerst hin musste. Das hier ist nämlich die Tür von Hades. Ein zweites Gorgonenauge. Dankeschön. So, das Bild des Gottes Hades schmückt die verschlossene Tür. Dann kann wohl nur er auch die Tür öffnen. So, wir baden hier im schönen Schmiedewasser. Also, Hephaistos, arbeite mal weiter. Er hat viel zu tun. Ich hau ab. Ich habe das Tor geöffnet. Wir werden uns wiedersehen. I'll be back. Ganz schön dunkel hier. Aha, die Hammerbrüder mal wieder. Okay. Ganz schön viele. Es greift noch keiner an. Weiter drehen. Könnte da lang gehen? Ich drehe weiter, aber wenn ich das dahin drehe, dann kann ich da auch noch das Gestrüpp wegballern. Also hier. Hier haben wir auch einen Weg.
Ich glaube, ich war hier zu schnell. Ich glaube, ich muss hier sogar lang. Aber man konnte auch nach, man kann auch nach rechts. Das einfach weiter dreht. So. Aha, hier sind ein paar Gegner. Hunde. Oh, viele Hunde. Who let the dogs out? Okay. Können wir einen packen? Ja, genau. Hau weg, die Scheiße. Autsch. Kieferbruch. Da passt ordentlicher Big Mac rein jetzt. So, hier sind nämlich Orb-Kisten. Die will man natürlich nicht liegen lassen. Ey, du Drecksbalk. Er beißt mir in die Schulter, ey. So. Wo kommen die alle her? Jetzt. Knack. Aha. So. Das war für die Orbs. Sollte man natürlich auch wieder mal nicht liegen lassen. Hälfte der Waffe schon wieder fertig. Ist doch super. Kann ich hier durchfliegen? Ach komm, da ist noch ein Fenster. Da muss man noch rein können. So. Mach's gut, ihr Hammer. Hammer-Statuen. Ihr seht echt Hammer aus. Okay. Aha. Da ist Hades, die Hades-Statue. Hier bin ich ja reingekommen. Wir hören wieder das Gesinge. Okay. Oh, hier kommt gleich was. Guck mal, hier könnte was aus dem Boden rauskommen. Kratos? Woher kennst du mich? Du bist der Geist Spartas. Jeder weiß, wer du bist. Jeder hat Angst vor dir. Das hat seine Gründe. Ich fürchte dich nicht. Gut, dass du keine Angst hast, Kind. Angst ist eine große Bürde. Ich bin kein Kind, Kratos. Ganz egal, was du nun bist. Ich habe etwas zu erledigen. Kratos, bitte. Du musst mich befreien. Die Suche nach Freiheit ist auch eine große Bürde. Ich kann dir nicht helfen. Der gute Kratos ist so egoistisch, oder? So, wir haben die Klinge des Olymps wiedergefunden. Die haben wir am Anfang verloren. Die ist ja mit uns in die Tiefe gestürzt. Hier haben wir sie gefunden. Klinge des Olymps. Eine Klinge, die Kratos im zweiten Teil auch geholt hat. Lässt Gegner deinen Zorn der Klinge spüren, die den großen Krieg beendet hat. Ja, damit hat Zeus nämlich den Krieg gegen die Titanen beendet. Damit hat er die Titanen in die schlagen können. Die Klinge des Olymps ist wieder in deinem Besitz. Yep. Lass Spartas Rage deine Klinge stärken. Okay, Spartas Rage! So, immer wenn das Omega-Zeichen dann voll ist, dann können wir die Super aktivieren sozusagen. Dann holt er die Klinge raus. Da sind wir an der rechten Seite da. Das Symbol. Da ist Hades Tor und wir können da jetzt auch durch, weil wir haben den Bogen des Apollo. Okay. Was für interessante Wege. Boom! So, den Weg kennen wir ja schon. Hier waren wir schon mal am Anfang.
Und landen. Hey, du bist umgefallen. Haha. Du Opfer. Okay. Hey, oh, Bogenschützen. Oh, falsche Taste. Piu, piu. So, da oben noch. Geile Reichweite, das Ding. So, damit ich mich hier nicht beim Speichern stören, ey. Nicht, dass ich hier dran stehe und die ballern mir hier ihre Pfeile in den Arsch. Das wäre ja auch voll doof. So. Brauche ich Lebenspunkte eigentlich? Nö. Noch nicht. So, Hades. Jetzt noch deine Cerberus-Dinger wegschaffen und dann komme ich. Ah, hau ab, du das Köter. Na, hau. Machst du mal ab. Jawohl! So, ein Kopf weniger. Leider hat er immer noch zwei. Oh, oh, oh. Meine Güte, es ist nervig, zwei davon zu haben. Ausweichen. So. Noch ein Kopf weg. Einen hat er leider immer noch. Das ist. Jetzt aber. So, einer weniger. Der hier ist leider noch voll aufgeladen. Jetzt noch drei Köpfe. Aber lieber einen ausschalten. Und dann den anderen. Als wild durcheinander schlagen hier. Ah, weg, 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 weg rollen. Man bekommt dann immer neue Lebenspunkte dazu, wenn einer dann ausgeschaltet ist. Jawoll, ja. Autsch. So, Hades, deine Hündchen sind weg. Deine Hündchen sind Geschichte. Ich kann verstehen, warum Zeus von dir angetan war, Kratos. Du bist ein fähiger Krieger. So, so ein Tor hebt auch nicht jeder hoch. Noch eine Tür. Geil. Eine kleinere Tür hinter einer großen Tür. Oh, oh, die ist zu. Also zurück komme ich da nicht mehr. Oh. Ab. Da soll ich ja nicht ran. Die sind auch nicht die Kleinköter. Die draußen, die Großen, die waren gefährlicher. Vor euch habe ich keine Angst. Wie viel kommt denn dann noch? Okay. Kann ich mal meinen Mana aufladen. Und zack. Jemand zu Hause? Die Klingel war leider kaputt. Ich komme einfach mal so rein. Okay. Wow, was ist denn das für ein Baum? Palast.
des Hades. Willkommen, Spartaner. Komm rein. Mach es dir bequem. Dieses Mal bleibst du für immer. Das ist aber nett von ihm, oder? Ich meine, ist doch gar nicht so böse, der Hades. Ich mach's mir bequem. Aber hast du kein Sofa oder so? Ist doch voll scheiße. So. Hier unten haben wir einen Speicherpunkt. Hier ist ein dickes Tor. Auf die Seite komme ich hier noch nicht rein. Daran kann ich drehen. Wir checken erstmal alles aus. Ob hier auf der anderen Seite noch was ist. Da, guck mal, hier ist auch noch ein Raum. Also da kann ich was drehen. Hier stehen noch zwei Dingers. So, was haben wir hier drin? Lebenspunkte. Die ich nicht brauche. Noch ein paar Vasen. Mal schnell das Gestell umhauen. Okay, und das Ding hier, was man hin und her schieben kann. Das war doch auch irgendwie... Gucken wir erstmal, was hier nochmal passiert. Und dann geht da oben das Ding auf. Okay. Wie genau konnte ich da nochmal hoch? Aha, und dann geht's wieder zu. Genau so war es nämlich. Um das aufzuhalten, da kann ich das Ding hier da reinklemmen. Da muss ich nur noch den Weg nach oben finden. Es bleibt halt nicht lange auf. Okay. Die wieder wegmachen hier. So. Und weiter geht's. Schön, dass der Boden so glatt ist und man hier alles hin und her schieben kann. So, dann drehen wir das Ding nochmal. Hui. Jetzt geht nämlich oben wieder das Tor auf. Tada. Okay. Und jetzt schnell den hier da hinschieben. So. Ich kann an den Mittelbaum einfach hochklettern und dann dahin. Alles klar, dankeschön. Easy. Da in der Mitte ist auch noch was beim Baum. So, jetzt kann ich hier die Dinger schon mal öffnen. Goldene Orbs laden. Lass Spartas Rage deine Klinge stärken, Kratos. Die Rage ist wieder aufgeladen. Das gut, dass ich mir das auch immer noch mal sage. Hui. Also Minotauro! Tauren! Willst du mich verarschen? Blöder Kack. Kackstelze. Alter! Ich muss kurz weg. So, Lebenspunkte holen. Und weiter geht's wieder. Jawoll. Leider nur Mana-Dings hier. So, es geht hier auf jeden Fall noch weiter nach oben. Aber bevor ich hier weitergehe, gehe ich nochmal zum Speicherpunkt und mache das ab der nächsten Folge hier weiter. 20 Minuten ist für God of War eigentlich immer eine recht gute Zeit, denn so lang ist das Spiel ja auch nicht. Und da es ja viel Gemetzel ist, bringt es ja auch nicht, wenn die Videos zu lang sind. Sonst ist es auch sehr einseitig zum Anschauen, aber so hat man immer in jeder Folge irgendwas Interessantes zu sehen. So, also ich bedanke mich wie immer, dass ihr hier dabei wart und hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge ein, wenn es weitergeht hier in Hades Palast. Dankeschön und bis zur nächsten Folge von God of War. Macht's gut. Ciao, ciao.